Geehrte Damen und Herren, ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber ein Grußwort aus Brüssel an Sie hier bei der Ausstellung. Europäische Künstlerinnen und Künstler reisten schon immer durch Europa und das teils auf sehr beschwerliche Art und Weise, um unterschiedliche Kulturen zusammenzuführen, sich inspirieren zu lassen und ihr Schaffen zu teilen. In Zeiten Clara Schumanns oder Edvard Griegs war die europäische Einigung noch keine Selbstverständlichkeit und Reisen über viele Grenzen hinweg sehr beschwerlich. Nicht nur die logistischen Möglichkeiten, sondern vor allem auch Konflikte und Kriege machten Reisen in weit entfernte Städte und Länder beschwerlich. In einem anderen EU-Land arbeiten, studieren und leben ist heute für viele im Rahmen des Möglichen oder sogar schon Realität. Die Europäische Union stellt dabei die Grundvoraussetzung für Frieden und Freizügigkeit dar. Gerade Musik und Kunst haben schon immer zur Bildung einer gemeinsamen interkulturellen Identität beigetragen. Künstlerinnen und Künstler waren schon immer Botschafter für Austausch und bringen Menschen zusammen. Dieses verbindende Element von Kunst ist ein Grundpfeiler für ein vereintes Europa. Lange wurde Kultur und Kulturförderung auf europäischer Ebene nicht sehr stark beachtet. Die nationalen Regierungen müssen nun aber erkennen, dass Kultur die Teilhabe am gesellschaftlichen Miteinander, gemeinsame Werte sowie das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger fördert. Am Ende müssen sich Parlament und Mitgliedstaaten nämlich auf ein gemeinsames Programm einigen. Ohne die Zustimmung aus den Hauptstädten wird es nicht möglich sein, die europäische Kulturförderung endlich auf ein geeignetes Fundament zu stellen und die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Initiativen wie die Leipziger Notenspur zeigen, was mit Kulturaustausch erreicht werden kann. Denn Europa passiert auch zwischenmenschlich, mit Begegnungen, Austausch und gegenseitigem Interesse. Ich danke Ihnen, Ihnen allen, dass Sie das hier in Leipzig ermöglichen und hoffe auf viele weitere Projekte, die mithilfe europäischer Mittel auch realisiert werden können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.